So, meine Damen und Herren, nochmals herzlich willkommen im neuen Semester und in der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht, die aber in den ersten 3 bis 4 Stunden noch den restlichen Stoff aus der Vorlesung Allgemeines Steuerrecht im zurückliegenden Semester behandelt. Das hatte ich ja angekündigt. Wir machen also jetzt in den nächsten 3 bis 4 Stunden noch die verbleibenden Teile aus der Vorlesung Allgemeines Steuerrecht und in der 4., 5. Stunde wird es dann mit dem eigentlichen Unternehmenssteuerrecht losgehen. Ja, wir waren in der letzten Stunde im Wintersemester stehen geblieben bei den einzelnen Einkunftsarten. Bevor ich aber nochmal hier einen kleinen Schnelldurchlauf mache, nochmal der Hinweis auf die Veranstaltung bei WIPOC, bei Herrn Dr. Bergmann, die Kanzlei von Herrn Dr. Bergmann, am Mittwoch, 24. April. Ja, Sie können sich da also noch anmelden zu der Veranstaltung und Sie finden den Link zur Anmeldeseite, zur Registrierungsseite in den Materialien in OLAT. Ja, das also nochmal der Hinweis. Ja, in der letzten Stunde haben wir uns die 7 Einkunftsarten näher angeschaut. Wir haben also die Unterteilung in zum einen die Gewinneinkunftsarten, zum anderen die Überschusseinkunftsarten. Und gemeinsame Voraussetzung aller Einkunftsarten ist, dass wir eine Gewinnerzielungsabsicht oder Einkünfteerzielungsabsicht brauchen, Überschusserzielungsabsicht, je nachdem, welche Einkunftsart das ist, als subjektives Merkmal. Andernfalls haben wir eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei. Das haben wir alles schon besprochen. Und wichtig ist, wenn ein bestimmter Zufluss, ein bestimmter Hinzuerwerb des Steuerpflichtigen sich keiner der 7 Einkunftsarten zuordnen lässt, dann sind es keine steuerbaren Einkünfte. Dann kann er das jedenfalls einkommensteuerrechtlich steuerfrei vereinnahmen. Dazu werden wir noch einige weitere Beispiele bei den sonstigen Einkünften behandeln. Das haben wir in der zurückliegenden Stunde auch im Einzelnen besprochen. Ja, man spricht von einem Dualismus der Einkunftsarten, Gewinneinkünfte auf der einen Seite, Überschusseinkünfte auf der anderen Seite. Diese Einkunftsarten unterscheiden sich vor allen Dingen bei der Art der Einkünfteermittlung. Bei den Gewinneinkünften, wie die Bezeichnung schon sagt, sind die Einkünfte der Gewinn und der Gewinn wird im Grundsatz durch einen Betriebsvermögensvergleich ermittelt, der bei Gewerbetreibenden bilanziell erfolgt. Das ist dann sozusagen auch die Schnittstelle zum Handelsbilanzrecht. Das werden wir in der nächsten Stunde noch im Detail uns anschauen. Also bei den Gewinneinkünften grundsätzlich Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleich. Das bedeutet, dass Änderungen im Vermögen, genauer gesagt im Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen, sich auch auf die Höhe der Einkünfte auswirken und auf der anderen Seite die Überschusseinkünfte. Bei den Überschusseinkünften, da stellt man eine einfache Einnahmenüberschussrechnung an. Das heißt, man schaut sich an, was ist dem Steuerpflichtigen in dem Veranlagungszeitraum zugeflossen, was ist abgeflossen und die Differenz daraus sind dann eben die Einkünfte. Auch wenn wir verschiedene Einkunftsarten haben, wird gleichwohl durch die Bildung der Summe der Einkünfte ein synthetisches Einkommen gebildet. Alles wird also gewissermaßen in einen Topf geworfen mit einer bestimmten Ausnahme für Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das schauen wir uns dann heute noch näher an. Aber je nach Einkunftsart gelten unterschiedliche Regeln. Auch das haben wir schon besprochen. Bestimmte Vorschriften, bestimmte Regeln des Einkommensteuerrechts gelten nur für bestimmte Einkunftsarten, etwa der Arbeitnehmerpauschbetrag, aber auch andere Regelungen. Das haben wir auch schon besprochen. Ja, bei den Gewinneinkunftsarten haben wir uns schon angeschaut, die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Hier ist kennzeichnend zum einen die Selbstständigkeit. Die Gewinneinkünfte sind alle durch das Merkmal der Selbstständigkeit gekennzeichnet. Des Weiteren durch das Merkmal, dass wir eine nachhaltige Tätigkeit brauchen, also eine planmäßige, auf gewisse Dauer gerichtete Tätigkeit. Es muss eine Wiederholung der Geschäftsvorfälle beabsichtigt sein. Das Ganze muss subjektiv von einer Gewinnerzielungsabsicht getragen sein. Und es muss sich um eine Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr handeln. Daran fehlt es beispielsweise bei der Verwaltung eigenen Vermögens. Bei der Land-Forstwirtschaft ist das kennzeichnende und das Abgrenzungsmerkmal zu den gewerblichen Einkünften, dass es sich um eine Urproduktion handeln muss. Das heißt, man nutzt die natürlichen Kräfte des Bodens aus, um Pflanzen herzustellen, um Tiere aufzuziehen und diese dann zu verwerten.
Darunter fällt auch die sekundäre Tätigkeit, etwa, dass man selbst erzeugte Produkte in einem Hofladen weiterveräußert oder in einer Sägemühle beispielsweise weiterverarbeitet. Und im Hofladenurteil hat der BfH dann noch Grenzen gezogen für den Fall, dass man in einem Hofladen Produkte zukauft, die also nicht selbst erzeugt sind. Auch das haben wir im Einzelnen besprochen. Wichtig noch bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, weil es eben keine gewerbliche Tätigkeit ist, haben wir keine Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer gilt nur für die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, denn wenn wir Gewerblichkeit im Sinne des ESTG haben, dann haben wir damit im Grundsatz auch, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, im Grundsatz auch Gewerblichkeit im Sinne des Gewerbesteuergesetzes. Das heißt also, wer ein Gewerbe im Sinne des Einkommensteuergesetzes betreibt, der ist damit auch in aller Regel jedenfalls gewerbesteuerpflichtig. Bei der gewerblichen Tätigkeit haben wir gewissermaßen als negatives Merkmal, dass es sich eben nicht um Urproduktion handeln darf und es darf sich auch nicht um eine freiberufliche, künstlerische, wissenschaftliche Tätigkeit handeln. In den letzteren Fällen haben wir Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Das ist also das negative Abgrenzungsmerkmal. Im Übrigen die Merkmale bei allen Gewinneinkunftsarten gleich. Bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb brauchen wir wieder die hier ausdrücklich in 15 Absatz 2 ESTG genannte Einkünfteerzielungsabsicht, Gewinnerzielungsabsicht. Und es gibt nicht nur die originär gewerbliche Tätigkeit, sondern man kann eine gewerbliche Tätigkeit auch im Rahmen einer Personengesellschaft entfalten. Und bei den Personengesellschaften gilt das Transparenzprinzip. Das heißt also, es ist nicht die Personengesellschaft als solche mit ihrem Gewinn der Einkommensteuer unterworfen oder Körperschaftssteuer, sondern es sind die einzelnen Gesellschafter als sogenannte Mitunternehmer, was aber eben voraussetzt, dass jeder Einzelne auch diese Merkmale der Unternehmerinitiative und des Unternehmerrisikos erfüllt. Ja, das werden wir aber im Detail noch in der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht behandeln. So, dann die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, die dritte Gewinneinkunftsart. Hier haben wir es vor allen Dingen mit freiberuflicher Tätigkeit zu tun, aber es fallen auch bestimmte andere Tätigkeiten unter diesen Begriff der selbstständigen Arbeit. In Abgrenzung zu der gewerblichen Tätigkeit ist bei der freiberuflichen Tätigkeit kennzeichnend. Es handelt sich hier um eine eher intellektuelle Tätigkeit, die auf der persönlichen Arbeitsleistung des betreffenden Steuerpflichtigen gründet, die auch in der Regel eine gründliche, nicht unbedingt akademische, aber gründlichere Ausbildung erfordert. Wir haben einige sogenannte Katalogberufe, die in Paragraph 18 Absatz 1 Nummer 1 aufgezählt sind, aber auch ähnliche Berufe können darunter fallen. Die klassischen freien Berufe sind Rechtsanwalt, Steuerberater, Arzt, Zahnarzt und so weiter. Aber auch ähnliche Berufe fallen darunter. Das werden wir nochmal vertiefen in der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht, jetzt also in diesem Semester. Bei den Einkünften auf selbstständige Arbeit, da haben wir eine oder sagen wir zwei wichtige Besonderheiten. Die eine ist, dass es keine gewerbliche Tätigkeit ist, deswegen keine Gewerbesteuer. Und darüber hinaus gibt es bei der Gewinnermittlung ein Wahlrecht. Es kann entweder der für Gewinneinkünfte ja grundsätzlich vorgeschriebene Betriebsvermögensvergleich vorgenommen werden oder alternativ eine Einnahmenüberschussrechnung. Auch das werden wir in der eigentlichen Vorlesung Unternehmenssteuerrecht noch einmal vertiefen. So, stehen geblieben waren wir dann in der letzten Stunde bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, also man könnte sagen der Tätigkeit als Arbeitnehmer. Das ist eine Überschusseinkunftsart, das heißt also, hier wird nicht ein Betriebsvermögensvergleich durchgeführt, den es hier gar nicht gibt. Es gibt hier kein Betriebsvermögen, sondern es wird geschaut, was hat der Steuerpflichtige an Zuflüssen in dem Verhandlungszeitraum gehabt aus dieser Tätigkeit, aus dieser Einkunftsquelle, nämlich seiner persönlichen Arbeitsleistung, aber eben nicht selbstständig, sondern weisungsabhängig. Das ist das entscheidende Differenzierungsmerkmal zu den Gewinneinkunftsarten. Es ist also keine selbstständige, sondern eine weisungsgebundene, eine abhängige Tätigkeit, wie sie eben typisch ist für Arbeitnehmer. Wir haben aber, das ist wichtig, einen eigenständigen, einen autonomen steuerrechtlichen Arbeitnehmerbegriff. Das heißt also, der Begriff des steuerrechtlichen Arbeitnehmers kann durchaus abweichen vom Arbeitnehmer, etwa im arbeitsrechtlichen Sinne, im sozialrechtlichen Sinne. Das ist nicht deckungsgleich,
Etwa kann als Arbeitnehmer auch einzuordnen sein, der Geschäftsführer einer GmbH, der arbeitsrechtlich im Grundsatz kein Arbeitnehmer ist, jedenfalls unter viele arbeitsrechtliche Vorschriften nicht fällt, weil der Geschäftsführer einer GmbH ja das Organ des Arbeitgebers der GmbH ist und als solcher kann er in der Regel nicht Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne sein, aber er kann eben Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinne sein und ist in der Regel auch Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinne, weil er nämlich nach Paragraph 37 Absatz 1 GmbH-Gesetz an die Weisungen der Gesellschafterversammlung gebunden ist. Ja, deswegen also der Geschäftsführer der GmbH in der Regel Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinne, nicht notwendig auch im arbeitsrechtlichen Sinne. Ja, wie ist das beim Vorstand einer AG? Trifft das auch auf den Vorstand einer AG zu, dass er weisungsabhängig tätig ist, damit Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinne? Was würden Sie zum Vorstand einer AG sagen? Ja, anders gefragt, gibt es, ja? Nicht weisungsgebunden. Ja, also der Vorstand der Aktiengesellschaft ist nicht weisungsgebunden, weder gegenüber dem Aufsichtsrat noch gegenüber der Hauptversammlung. Paragraph 76 Absatz 1 Aktiengesetz, die Leitungsmacht des Vorstands. Und deswegen ist in der Regel jedenfalls der Vorstand nicht als Arbeitnehmer einzuordnen, der Vorstand einer AG, sondern das ist eine selbstständige Tätigkeit. Ja, gewerbliche Tätigkeit ist es auch nicht, aber es ist eine selbstständige Tätigkeit. Das heißt also, da haben wir nicht nur in gesellschaftsrechtlicher, sondern auch in steuerrechtlicher Hinsicht eine unterschiedliche Behandlung, je nachdem, ob wir eine GmbH, einen GmbH-Geschäftsführer oder eben einen AG-Vorstand haben. Ja, das wichtigste Merkmal, also die Weisungsgebundenheit, die Abhängigkeit, man muss den Weisungen eines anderen folgen, ist also in dem Sinne weisungsgebunden. Der als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit wird der gesamte Lohn mit allen seinen Bestandteilen im Grundsatz erfasst. Das heißt also, der Bruttoarbeitslohn unterliegt der Besteuerung, der Bruttoarbeitslohn und nicht etwa der Netto. Arbeitslohn nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge ist maßgeblich für den anzuwendenden Steuertarif, sondern der Bruttoarbeitslohn inklusive etwaiger Sozialversicherungsbeiträge, die darauf zu entrichten sind. Diese sind aber jedenfalls teilweise von der Einkommensteuer befreit. Das heißt also im Ergebnis dann doch nicht steuerbar Sozialversicherungsbeiträge. Und es gibt auch weitere Bestandteile des Arbeitslohns, die nach Paragraph 3 von der Einkommensteuer befreit sind. Etwa auch Trinkgelder sind ebenfalls nach Paragraph 3 Nummer 51 ESTG von der Einkommensteuer befreit. Es unterfallen zunächst einmal sämtliche Geldbezüge des Arbeitnehmers der Einkommensteuer, aber auch Sachbezüge. Und diese Sachbezüge sind dann in Geld umzurechnen. Das ergibt sich aus den allgemeinen Vorschriften der Paragraphen 8 und 9 ESTG. Paragraph 8 zunächst einmal für die Einnahmen. Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer der Überschusseinkunftsarten zufließen. Und Absatz 2 sagt, Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, etwa Wohnung, Kost, Waren, Dienstleistungen und sonstige Sachbezüge, sind mit den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. Das heißt, sie sind also in Geld umzusetzen. Einige Beispiele werden hier genannt. Dem Arbeitnehmer wird von seinem Arbeitgeber eine Dienstwohnung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Dann wäre eben der übliche Endpreis für die Anmietung einer solchen Wohnung als Sachbezug anzusetzen. Oder es wird Kost gewährt, ein kostenloses Mittagessen in der Betriebskantine beispielsweise, Waren, Dienstleistungen, etwa die Inanspruchnahme eines Fitnesstrainings von Fitnessräumen. Auch das kann durchaus ein Sachbezug sein. Und das ist dann in Geld umzurechnen und ist dann ebenfalls der Einkommensteuer unterworfen. In der Entscheidung, die hier angegeben wird, hat der BFH auch mal entschieden, wie ist das mit dem Erlös aus der Veräußerung einer Managementbeteiligung?
an einer Kapitalgesellschaft. Auch das kann im Grundsatz ein Lohnbestandteil sein, der dementsprechend zu Sachbezügen führt und diese unterliegen dann der Einkommensteuer. Da ist aber eben zu unterscheiden, ob das Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit sind oder aber Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das kommt auf die Umstände des Einzelfalles an. Wenn diese Managementbeteiligung spezifisch für die Tätigkeit als Arbeitnehmer, als beispielsweise Manager des betreffenden Unternehmens gewährt wird, dann wird man hier eher von Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit ausgehen können. Wenn aber darüber hinaus noch etwas gewährt wird, auch über den Lohn gewissermaßen oder über die Lohnzusage oder das, was im Arbeitsvertrag zugesagt worden ist, hinaus, dann kann es sich aber auch um Einkünfte aus Kapitalvermögen handeln. Das kommt also auf die Umstände des Einzelfalles an. Aber im Grundsatz können auch solche Managementbeteiligungen und auch der Erlös aus ihrer Veräußerung kann durchaus Teil des Arbeitseinkommens sein und dementsprechend auch den Einkünften als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit der Einkommensteuer unterliegen. Ja, davon abzuziehen sind die Werbungskosten. Das ist ja der Begriff bei den Überschusseinkunftsarten. Bei den Gewinneinkunftsarten spricht man von Betriebsausgaben, bei den Überschusseinkunftsarten von Werbungskosten. Beide Begriffe sind aber im Prinzip deckungsgleich. Es handelt sich also um erwerbsbezogene Aufwendungen des betreffenden Steuerpflichtigen und nach welchem Prinzip müssen die im Grundsatz steuerlich abzugsfähig sein? Welches Prinzip kommt hier zum Tragen bei der Abzugsfähigkeit erwerbsbezogener Aufwendungen? Also das Nettoprinzip, ich weiß nicht, ob das also sehr genau Wort ist. Ja, das Nettoprinzip, und zwar das objektive Nettoprinzip ist das, ne? Also objektives Nettoprinzip sind erwerbsbezogene Aufwendungen, subjektives Nettoprinzip sind existenzsichernde Aufwendungen und hier geht es ja um erwerbsbezogene Aufwendungen. Also hier kommt das objektive Nettoprinzip zum Tragen und das besagt ja, dass im Grundsatz die erwerbsbezogenen Aufwendungen abzugsfähig sein müssen, weil sie eben die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mindern. Das sind ja Aufwendungen, die man tätigen muss, um überhaupt einen Erwerb zu erzielen. Und dementsprechend kommt die wirkliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nach diesem objektiven Nettoprinzip nur in dem Restbetrag zum Ausdruck, dem Nettobetrag, der verbleibt, nachdem man eben die erwerbsbezogenen Aufwendungen abgezogen. Also im Grundsatz sind alle erwerbsbezogenen Aufwendungen abzugsfähig. Der Arbeitnehmer hat ein Wahlrecht. Er kann entweder den sogenannten Arbeitnehmerpauschbetrag ansetzen oder sich damit begnügen. Der wird automatisch von der Finanzverwaltung abgezogen und zwar sowohl im Lohnsteuerverfahren als auch bei der Veranlagung. Paragraph 9a für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen: Von den Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit ein Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.230 Euro. Dieser Betrag wird, wie gesagt, automatisch und ohne jeden Nachweis berücksichtigt, selbst wenn der Arbeitnehmer überhaupt keine Aufwendungen hatte oder viel niedrigere Aufwendungen. Wenn der Arbeitnehmer aber höhere Aufwendungen hatte, dann ist es natürlich sinnvoll, dass er diese auch geltend macht. Diese muss er dann aber nachweisen. Jedenfalls auf Anforderung der Finanzverwaltung muss er entsprechende Nachweise dann erbringen, Belege erbringen. Da hat also der Arbeitnehmer ein Wahlrecht. Entweder er gibt sich mit dem Arbeitnehmerpauschbetrag zufrieden, wird automatisch ohne Nachweis berücksichtigt, oder aber er führt Nachweis, dass er tatsächlich höhere erwerbsbezogene Aufwendungen hatte. Dann kann er die eben als Werbungskosten abziehen. Ja, welche Besonderheiten gibt es für die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit im Vergleich zu anderen Einkunftsarten? Zunächst einmal haben wir eine Besonderheit beim Erhebungsverfahren. Also wie wird die Einkommensteuer auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erhoben? Da gibt es das sogenannte Lohnsteuerabzugsverfahren. Die Lohnsteuer ist also nicht etwa eine eigene Steuerart, sondern die Lohnsteuer ist nur ein besonderes Verfahren der Erhebung der Einkommensteuer auf Einkünfte auf nicht selbstständige Arbeit. Ja, also nur ein besonderes Erhebungsverfahren. Und zwar ist das ein Verfahren der Quellenbesteuerung, der die auf den Arbeitslohn entfallende Einkommensteuer wird an der Quelle, das heißt beim Arbeitgeber, einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Eine Form der Quellenbesteuerung. Das ist im Einzelnen in den Paragraphen 38 folgende ESTG.
Geregelt 38. Bei Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben, soweit der Arbeitslohn von einem Arbeitgeber gezahlt wird, der im Inland einen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, seine Betriebsstätte und so weiter hat. Also, wenn der Arbeitgeber im Inland ansässig ist, dann findet im Grundsatz dieses Lohnsteuerabzugsverfahren statt. Und dann findet im Grundsatz keine Veranlagung des Arbeitnehmers statt. Wenn der Arbeitnehmer also nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit hat und dieses Lohnsteuerabzugsverfahren stattfindet, dann findet im Grundsatz keine Veranlagung statt. Veranlagung bedeutet, dass eine Einkommensteuererklärung abgegeben wird. Diese wird dann vom Finanzamt überprüft und dann wird mittels Steuerbescheids festgesetzt, wie hoch die Einkommensteuer ist. Das ist also das Veranlagungsverfahren und das entfällt im Grundsatz bei Arbeitnehmern jedenfalls dann, wenn sie sonst keine anderen Einkunftsarten haben oder aber wenn sie eben auch keine Werbungskosten, die über den Arbeitnehmerpauschbetrag hinausgehen, geltend machen. In diesem Lohnsteuerabzugsverfahren, das ist sehr komplex in den 38 folgende geregelt, da werden schon verschiedene persönliche Merkmale des Arbeitnehmers berücksichtigt, etwa sein Familienstand, verheiratet, nicht verheiratet oder auch das Vorhandensein und die Zahl von Kindern. All das wird in der Lohnsteuerkarte, der elektronischen Lohnsteuerkarte inzwischen eingetragen. Auch können dort Werbungskosten, die regelmäßig anfallen oder voraussichtlich anfallen werden, eingetragen werden. Das alles wird also schon im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt. Und was den Familienstand anbelangt, da gibt es verschiedene Steuerklassen, die im Einzelnen in Paragraph 38b geregelt sind. Sie sehen, da gibt es bislang noch sechs verschiedene Steuerklassen und das hängt eben vom Familienstand, von den persönlichen Verhältnissen des Arbeitnehmers ab. Diese persönlichen Verhältnisse werden schon beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt, etwa ein etwaiges Ehegattensplitting. Wenn der Arbeitnehmer verheiratet ist und eine Zusammenveranlagung beantragt hat, dann findet eben dieser Splitting-Tarif Anwendung und das schlägt sich auch schon bei der Lohnsteuer nieder. Ebenso eben gegebenenfalls das Vorhandensein von Kindern, Kinderfreibeträge und so weiter. All das wird im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Lohnsteuer einzubehalten. Paragraph 38 Absatz 2 stellt klar, der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer. Er ist ja auch Schuldner der Einkommensteuer. Lohnsteuer ist ja nur ein besonderes Erhebungsverfahren. Und Paragraph 38 Absatz 3, der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn einzubehalten. Der Arbeitgeber ist also der Entrichtungspflichtige und dementsprechend auch Steuerschuldner. Ja, eine relativ neue Regelung ist Paragraph 19a zu Mitarbeiterbeteiligungen nach Maßgabe des 19a. Ich glaube, da steht auch an, dass der noch einmal etwas überarbeitet wird. Habe ich am Rande mal wahrgenommen. Da werden durch recht komplexe Vorschriften Mitarbeiterbeteiligungen steuerlich ein Stück weit gefördert. Das können Sie sich bei Interesse einmal im Detail durchlesen, um einen steuerlichen Anreiz für eben solche Mitarbeiterbeteiligungen zu geben. Das bedeutet also, dass etwa die Arbeitnehmer einer Aktiengesellschaft in gewissem Umfang Aktien an ihrer eigenen Gesellschaft bekommen. Das soll sie also motivieren, zum Erfolg der Aktiengesellschaft beizutragen, was für sie dann eben den Vorteil hat, dass sie in Gestalt von Dividenden auch an diesem Erfolg beteiligt werden. Das soll also steuerlich gefördert werden. Ob das gelungen ist mit dieser hochkomplexen Regelung, die sich über fast zwei Seiten erstreckt, das mag die Praxis beurteilen. Aber immerhin hat der Gesetzgeber sich etwas überlegt, um solche Mitarbeiterbeteiligungen steuerlich etwas attraktiver zu machen. Ja, das also zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit. Dann haben wir als weitere Überschusseinkunftsart die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, da gibt es eine ganze Reihe von Besonderheiten. Das sind also Einkünfte, die sich zum Teil doch sehr stark von anderen Einkunftsarten unterscheiden. Auch die Einkünfte aus Kapitalvermögen sind eine Überschusseinkunftsart. Das heißt also, auch hier schauen wir uns an, was haben wir als Zufluss, was haben wir an Einnahmen in dem Veranlagungszeitraum und was ist abgeflossen, was haben wir also an Werbungskosten. Aber bei den Einkünften aus Kapitalvermögen werden nicht die tatsächlichen Werbungskosten berücksichtigt, sondern es wird nur der
sogenannte Sparerpauschbetrag berücksichtigt, Paragraph 20, also zunächst einmal Paragraph 20, das ist also die Regelung über Einkünfte aus Kapitalvermögen. Paragraph 20 Absatz 9 regelt den sogenannten Sparerpauschbetrag. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Werbungskosten ein Betrag von 1.000 Euro abzuziehen, der sogenannte Sparerpauschbetrag. Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. Das ist also eine wichtige Besonderheit bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Bei Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, der doppelte Betrag 2.000 Euro. Das ist also eine Beschränkung der Berücksichtigung von Werbungskosten. Nicht die tatsächlichen Werbungskosten werden hier berücksichtigt, sondern eben nur dieser Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro pro Steuerpflichtigen. Dafür gibt es aber auf der anderen Seite einen günstigeren Einkommensteuertarif. Das werden wir gleich uns noch näher anschauen. Normalerweise haben wir ja den persönlichen Steuersatz, Paragraph 32a, von bis zu 45%. Ja, ein progressiver Steuertarif. Je höher das Einkommen, desto höher der Tarif. Und bis zu 45% geht der persönliche Steuersatz, wohingegen wir bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nach Paragraph 32d einen deutlich günstigeren Steuersatz haben, nämlich 25%, Paragraph 32d. Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht unter 20.8 fallen, dazu gleich noch näher, beträgt 25%. Und das ist in der Regel, jedenfalls bei höheren Einkommen, deutlich günstiger als der persönliche Steuersatz. Diese Vergünstigung im Bereich des Tarifs wird aber sozusagen kompensiert dadurch, dass man eben nicht sämtliche tatsächlichen Werbungskosten in Abzug bringen kann, sondern nur den Sparerpauschbetrag. Und dann haben wir noch ein paar weitere Nachteile sozusagen, die diesen Vorteil des günstigeren Steuertarifs kompensieren, etwa bei der Verlustverrechnung, dazu gleich noch näher. Zunächst einmal aber die Frage, was sind überhaupt Einkünfte aus Kapitalvermögen? Da haben wir eine Unterscheidung zunächst einmal zwischen den laufenden Einkünften aus Kapitalvermögen und dann den Einkünften aus der Veräußerung von Anlagegegenständen, von einer Kapitalanlage. Also bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, da ist eben kennzeichnend, man entfaltet nicht selbst eine persönliche Arbeitsleistung, sondern lässt gewissermaßen sein Kapital für sich arbeiten. Man legt das an, etwa in Gestalt eines Investments in einer Aktiengesellschaft, dann bekommt man als Aktionär Dividenden ausgezahlt. Das ist also die eine Art von laufenden Einkünften aus Kapitalvermögen, Dividendeneinkünfte. Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 1. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören unter anderem Gewinnanteile, Dividenden und sonstige Bezüge aus Aktien, Genussrechten, mit denen das Recht am Gewinn- und Liquidationserlös verbunden ist, sogenannte Anteils- oder beteiligungsähnliche Genussrechte oder auch aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung und so weiter. Das ist die eine Art der laufenden Einkünfte aus Kapitalvermögen, Gewinnanteile. Und das sind Bezüge aus Eigenkapital. Ja, hier haben wir also als Kennzeichen, dass dieser angelegte Kapitalbetrag Eigenkapital ist. Das sind also die Einlagen der Aktionäre, die Einlagen der GmbH-Gesellschafter, die in das Eigenkapital der Gesellschaft geleistet werden. Und dieses Eigenkapital wird eben mit einer gewinnabhängigen Vergütung bezahlt in Gestalt von Dividenden, in Gestalt also eines Gewinnanteils. Das ist also die eine Form von Einkünften aus Kapitalvermögen. Und die andere Form sind Zinsen. Bei Zinsen geht es um die Vergütung für Fremdkapital. Zinsen sind im Grundsatz dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht gewinnabhängig sind, sondern in der Regel ist das ein bestimmter gewinnunabhängiger Prozentsatz des angelegten Kapitals. Das ist also kennzeichnend für Zinsen. Und der Auffangtatbestand ist hier Paragraph 20 Nummer 7, 20 Absatz 1 Nummer 7. Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen, das kann zum Beispiel ein Darlehen sein, das man gewährt, dafür bekommt man Zinsen, das wären Einkünfte aus Kapitalvermögen. Oder das kann auch zum Beispiel eine Schuldverschreibung sein, für die man Zinsen bekommt und so weiter. Also das ist sozusagen der Auffangtatbestand. Und dann gibt es noch in den Nummern zwei folgende, einige Spezialtatbestände, aber das sind gewissermaßen die beiden Grundtatbestände, einmal 20 Absatz 1 Nummer 1, die Dividenden und dann 20 Absatz 1 Nummer 7, die Zinsen aus sonstigen Anlagen und da fallen zum Beispiel klassische Fremdkapitalinstrumente drunter, wie das Darlehen, Schuldverschreibungen und so weiter.
Ja, bei den Einnahmen aus stiller Beteiligung, stille Beteiligung, das geregelt im HGB. Ja, was stellen Sie sich unter einer stillen Beteiligung vor? Was ist eine stille Beteiligung? 230 folgende HGB. Ja, das ist eine Innengesellschaft, das heißt also eine Gesellschaft, die nach außen als solche nicht in Erscheinung tritt, die insbesondere auch nicht rechtsfähig ist, aber es ist gleichwohl eine Gesellschaft. Ja, also man überlässt, der stille Gesellschafter überlässt dem Unternehmer, der ein bestimmtes Unternehmen betreibt, einen Kapitalbetrag, überführt also diesen Kapitalbetrag in das Vermögen des Unternehmers und bekommt dafür eine Gewinnbeteiligung. Ja, das ist also vergleichbar mit der Stellung eines Aktionärs, aber es ist eben keine Kapitalgesellschaft, die da gebildet wird. Es ist auch keine Außengesellschaft, sondern es ist eine reine Innengesellschaft, die auch kein Gesellschaftsvermögen hat. Diese stille Gesellschaft, die kann typisch ausgestaltet sein, dann ist es Fremdkapital, dann sind das Zinsen, aber sie kann auch atypisch ausgestaltet sein. Das werden wir auch in der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht noch einmal genauer behandeln. Wenn wir es mit einer atypischen stillen Gesellschaft haben, wenn also die Stellung des stillen Gesellschafters, der eines Kommanditisten sehr stark angenähert ist, dann wird das Ganze wie Eigenkapital behandelt und wie Dividenden dementsprechend behandelt. Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 4, da taucht also diese Unterscheidung auf. Ebenfalls Einkünfte aus Kapitalvermögen sind Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter, es sei denn, dass der Gesellschafter oder Darlehensgeber als Mitunternehmer anzusehen ist. Und wenn letzteres der Fall ist, dann sind wir bei Paragraph 15 bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Ja, diese Unterscheidung machen wir aber dann in der eigentlichen Vorlesung Unternehmenssteuerrecht noch genauer. Wenn wir aber eine typische stille Gesellschaft haben, dann sind das ganz normale Zinseinkünfte und dementsprechend Einkünfte aus Kapitalvermögen. Wenn es eine atypische stille Beteiligung ist, dann hat der atypische stille Gesellschafter die Stellung als Mitunternehmer und dann sind wir bei Paragraph 15 Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Ja, ebenfalls zu Einkünften aus Kapitalvermögen gehören Zinseinnahmen aus Erstattungszinsen. Sie erinnern sich, dass wir in den 233 folgende Abgabenordnung Regeln über die Verzinsung haben. Wann werden also Forderungen aus dem Steuerschuldverhältnis verzinst? Unter anderem haben wir da die Nachzahlungszinsen. Das ist eine Verzinsung zu Lasten des Steuerpflichtigen. Wenn der Steuerpflichtige also aufgrund einer entsprechenden Veranlagung Steuern nachzuzahlen hat, dann wird das nach Ablauf der Karenzzeit 15 Monate verzinst zu Lasten des Steuerpflichtigen. Aber es gibt auch eine Verzinsung zugunsten des Steuerpflichtigen, wenn sich nämlich bei der Veranlagung herausstellt, dass der Steuerpflichtige zu viel Steuern gezahlt hat, im Wege etwa der Einkommensteuervorauszahlung oder des Lohnsteuerabzugs beispielsweise, dann ist der Zinsanspruch des Steuerpflichtigen gegen den Fiskus auch zu verzinsen. Das sind Erstattungszinsen. Und solche Erstattungszinsen können ebenfalls zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen. Da kommt man nicht ohne weiteres drauf, weil das ja öffentlich-rechtliche Forderungen sind. Man denkt ja eher an privatrechtliche Sachverhalte bei Paragraph 20, aber es fallen eben auch solche öffentlich-rechtlichen Zinsen darunter. Der BFH hat das jahrzehntelang so gesehen. Dann hat er 2010 war es, meine ich, 2010 hat er seine Rechtsprechung plötzlich geändert. Dem ist aber der Gesetzgeber sofort entgegengetreten und hat in Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 7 dann klargestellt, auch solche Erstattungszinsen gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Paragraph 20 Absatz 7, Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 3 Erstattungszinsen sind ebenfalls Erträge im Sinne des Satzes 1, sind also ebenfalls als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern. Diese Regelung wurde rückwirkend eingeführt. Das hat aber das Bundesverfassungsgericht, auch wenn es eine echte Rückwirkung war, als zulässig erachtet, weil es eben vor dieser Rechtsprechungsänderung des BFH, der 2010 plötzlich sagte, solche Erstattungszinsen fallen nicht unter Paragraph 20 Absatz 1. Vorher hat er das Gegenteil gesagt. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, aufgrund der früheren Rechtsprechung des BFH, dass also auch Erstattungszinsen Einkünfte aus Kapitalvermögen begründen, gab es keinen Vertrauensschutz. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht diese rückwirkende Regelung des 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 3
ausnahmsweise als eine zulässige Rückwirkung angesehen. Ja, Sie erinnern sich, echte Rückwirkungen sind grundsätzlich unzulässig, also Regelungen, die nach Ablauf des VZ für den zurückliegenden VZ erlassen werden, sind im Grundsatz unzulässig, es sei denn, wir haben ausnahmsweise keinen Vertrauensschutz im konkreten Fall und so etwas hat das Bundesverfassungsgericht hier in diesem Fall angenommen. Wenn man Erstattungszinsen zurückzahlen muss, weil sie im Ergebnis doch nicht beansprucht werden konnten, dann kann das zu negativen Einkünften aus Kapitalvermögen führen, die mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden können. Das ist noch eine weitere Entscheidung des BFH. Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen haben wir dann noch eine zweite Gruppe von Einkünften. Wir haben also bis jetzt besprochen, die laufenden Einkünfte, das sind Dividenden, Vergütung für Eigenkapital oder Zinsen, Vergütung für Fremdkapital. Aber es gibt auch Veräußerungsgewinne. Solche treten dann ein, wenn der Gegenstand der Kapitalanlage mit Gewinn oder Verlust, das wären dann negative Einkünfte, veräußert werden. Ja, das heißt also, man veräußert die Aktien, die man bislang gehalten hat, aus denen man Dividenden erzielt hat, oder man veräußert die Schuldverschreibung, die man bis jetzt gehalten hat, die Anleihe, die man bis jetzt gehalten hat, mit Gewinn oder Verlust. Das führt dann ebenfalls zu Einkünften aus Kapitalvermögen in den Fällen des 20 Absatz 2, zum Beispiel Paragraph 20 Absatz 2. Nummer 1, Einkünfte aus Kapitalvermögen sind auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1, Nummer 1, also Aktiengesellschaften, GmbHs und so weiter. Wenn man diese Anteile mit Gewinn veräußert, weil der Kurs gestiegen ist oder weil man eben für den GmbH-Anteil einen höheren Preis erzielt als den, den man selbst gezahlt hat, dann hat man einen Gewinn und dieser Gewinn muss dann ebenfalls als Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuert werden, auch mit dem Vorteil des günstigeren Steuertarifs. Ja, das ist damit impliziert, aber eben mit dem Nachteil, dass eben nur der Sparerpauschbetrag geltend gemacht werden kann, nicht die tatsächlichen erwerbsbezogenen Aufwendungen. Und darüber hinaus haben wir eine Beschränkung bei der Verlustverrechnung. Das ergibt sich aus Paragraph 20 Absatz 6 ESCG, das ist also gewissermaßen ein weiterer Nachteil bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, dafür wie gesagt der Vorteil des günstigeren Steuertarifs. Wir haben da eine doch sehr starke Beschränkung der Verlustverrechnung, Paragraph 20 Absatz 6. Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Ja, wir haben ja im Grundsatz die Regelung, dass man auch einkunftsartübergreifend positive und negative Einkünfte miteinander verrechnen kann, also Gewinne und Verluste sozusagen miteinander verrechnen kann, einkunftsartübergreifend. Das geht bei Einkünften aus Kapitalvermögen nicht. Da kann man nur innerhalb der Einkunftsart positive und negative Einkünfte verrechnen. Und das Gleiche gilt auch periodenübergreifend. Das gilt nur innerhalb der Einkunftsart und nicht mit anderen Einkunftsarten. Warum ist das so? Erstens, das ist gewissermaßen die Kompensation für den günstigeren Steuertarif. Aber zweitens, ein weiterer Aspekt, der Gesetzgeber will verhindern, dass man zulasten des Fiskus spekuliert. Sonst könnte man ja wild an der Börse spekulieren und die Verluste dann mit anderen Einkunftsarten verrechnen, das also letztlich zulasten des Fiskus machen. Das soll also verhindert werden. Deswegen also diese Verlustverrechnungsbeschränkung, die auch im Grundsatz von der Konzeption her in Ordnung ist, also im Grundsatz verfassungsrechtlich wohl nicht zu beanstanden. Dann aber gibt es, und das ist dann innerhalb der Systematik ein Fremdkörper, dann gibt es noch stärkere Beschränkungen, was Aktiengewinne oder Verluste anbelangt. Das ist Paragraph 20 Absatz 6 Sätze 4 folgende. Da haben wir nochmal eine Beschränkung innerhalb der Beschränkung sozusagen. Verluste aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1, also aus der Veräußerung von Aktien, dürfen nur ausgeglichen werden mit Gewinnen, die ebenfalls aus der Veräußerung von Aktien entstehen. Das heißt also nicht mit anderen Einkunftsarten innerhalb der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und das ist dann doch eine Beschränkung, die wohl über das erforderliche Maß hinausgeht, die obwohl innerhalb des Systems nicht mehr stimmig ist, deswegen von vielen, auch von mir unter anderem, als verfassungswidrig angesehen wird. Ich habe also mit zwei ehemaligen Doktoranden einen Beitrag dazu geschrieben und wir sind der Auffassung, diese Regelungen sind dann nicht mehr systemkonform, sind also unverhältnismäßig, sind verfassungswidrig.
Ja, wie schon gesagt, anstelle der tatsächlichen Werbungskosten kann nur der Sparerpauschbetrag geltend gemacht werden, Paragraph 20 Absatz 9. Und dann noch eine weitere wichtige Besonderheit bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Die werden nicht in die Bildung der Summe der Einkünfte einbezogen, Paragraph 2 Absatz 5b ESTG. Das heißt also, sie werden gewissermaßen von den anderen Einkunftsarten separiert. Das ist also eine Durchbrechung dieses synthetischen Einkommensbegriffs, den wir eigentlich haben. Ja, wir bilden ja die Summe der Einkünfte, werfen also alle Einkünfte in einen Topf, um die Bemessungsgrundlage des Einkommens zu ermitteln. Da werden aber eben die Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich von ausgenommen, Paragraph 20, Paragraph 2 Absatz 5b ESTG. Soweit Rechtsnormen dieses Gesetzes an die in den vorstehenden Absätzen definierten Begriffe Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen zu versteuerndes Einkommen anknüpfen, sind Kapitalerträge nach 32d nicht einzubeziehen. Das heißt, Einkünfte aus Kapitalvermögen werden im Grundsatz nicht in die Bildung der Summe der Einkünfte einbezogen, sondern sie werden eben separat einem besonderen Steuertarif unterworfen. Und das eben die weitere Besonderheit der Einkünfte aus Kapitalvermögen, dass wir eben den schon genannten besonderen Steuertarif von nur 25% haben, der in der Regel günstiger ist als der reguläre, der persönliche Steuersatz von bis zu 45%. Und damit man eben diesen besonderen Steuertarif nur auf diese Einkunftsart anwenden kann, müssen natürlich die Einkünfte aus Kapitalvermögen von den anderen Einkunftsarten getrennt werden. Sie werden also nicht in einen Topf zur Bildung der Summe der Einkünfte geworfen, sondern werden getrennt behandelt und unterliegen einem separaten Steuertarif. Der findet also im Grundsatz Anwendung auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen, aber in bestimmten Fällen findet der persönliche Steuersatz dann doch Anwendung. Das sind zum einen die Fälle des 32d Absatz 2, beispielsweise wenn man in bestimmtem Mindestumfang an einer Kapitalgesellschaft beteiligt ist, mindestens 10%, dann kann plötzlich doch der persönliche Steuersatz auf die Erträge aus dieser Beteiligung anwendbar sein. Und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, dass eine sogenannte Günstigerprüfung beantragt wird, Paragraph 32d Absatz 6. Auf Antrag des Steuerpflichtigen werden anstelle der Anwendung der Absätze 1 und so weiter, also des günstigeren Steuersatzes von grundsätzlich günstigeren Steuersatzes von 25%, die tarifliche Einkommensteuer angewendet, wenn dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer führt, die sogenannte Günstigerprüfung, das in der Regel nur bei niedrigeren Einkommen, dann ist man ja in einem niedrigeren Steuertarif bei dem progressiven Steuertarif nach 32a. Dann kann man auf Antrag eben diesen günstigeren, den normalen Steuersatz sozusagen bekommen. Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen haben wir ebenfalls eine Besonderheit beim Besteuerungsverfahren, bei der Erhebung der Steuer. Auch da haben wir eine Quellenbesteuerung, nämlich das Kapitalertragssteuerabzugsverfahren, ebenfalls sehr komplex geregelt in den 43 folgende ESTG. Paragraph 43, bei den folgenden inländischen und in bestimmten Fällen auch ausländischen Kapitalerträgen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben. Und das sind nicht alle, das ist also sehr komplex geregelt, das sind nicht alle, aber die meisten Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des Paragraphen 20. Ja, nicht alle, aber die meisten werden hier von diesem Katalog in 43 erfasst. Ja, wie läuft diese Quellenbesteuerung, wie läuft das Kapitalertragssteuerverfahren ab? Paragraph 44 sagt, Schuldner der Kapitalertragssteuer ist der Gläubiger der Kapitalerträge, also etwa der Aktionär, der die Dividenden bezieht, der also Gläubiger der Dividenden ist, oder aber der Schuldner der Gläubiger einer Schuldverschreibung, der also Gläubiger der Zinsen ist, die auf die Schuldverschreibung zu zahlen ist. Der ist also Schuldner der Kapitalertragssteuer. Aber Paragraph 44 Absatz 1 Satz 3, in diesem Zeitpunkt der Entstehung
haben in bestimmten Fällen der Schuldner der Kapitalerträge, also zum Beispiel die Aktiengesellschaft, die die Dividenden schuldet, oder der Schuldner, der die Zinsen auf Fremdkapital schuldet. Die müssen also in bestimmten Fällen auch die ausführende Stelle, aber grundsätzlich der Schuldner der Kapitalerträge, der muss den Steuerabzug unter Beachtung der im Bundessteuerblatt veröffentlichten Auslegungsvorschriften und so weiter für Rechnung des Gläubigers vorlegen. Das heißt also ganz ähnlich wie beim Notsteuerabzugsverfahren, hier ist eben der Entrichtungspflichtige der Schuldner der Kapitalerträge, die Aktiengesellschaft, die die Dividenden schuldet, oder aber der Schuldner einer Schuldverschreibung der Zinsen schuldet, der muss also den Betrag der Kapitalertragssteuer einbehalten und an das Finanzamt abführen, sodass also der Gläubiger nur den Nettobetrag ausgezahlt bekommt. Die Kapitalertragssteuer beträgt im Grundsatz Paragraph 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 25%, also identisch mit dem besonderen Steuertarif des 32d. Und wenn diese Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht der sogenannten Subsidiaritätsklausel des 20 Absatz 8 unterfallen, dann hat dieser Steuerabzug abgeltende Wirkung. Das ergibt sich aus Paragraph 43 Absatz 5 ESTG, Paragraph 43 Absatz 5 für Kapitalerträge im Sinne des Paragraphen 20, soweit sie der Kapitalertragssteuer unterlegen haben, ist die Einkommensteuer mit dem Steuerabzug abgegolten. Sogenannte Abgeltungswirkung, deswegen spricht man auch von Abgeltungssteuer. Das heißt also, es findet dann im Grundsatz keine Veranlagung statt, es sei denn, es wird diese günstige Prüfung beantragt, dann schon. Das gilt aber nur, wenn eben nicht die sogenannte Subsidiaritätsklausel des 20 Absatz 8 eingreift. Die ist hier noch wichtig in diesem Zusammenhang. Im Paragraph 20 Absatz 8, die sogenannte Subsidiaritätsklausel, die dazu führt, dass in bestimmten Fällen, auch wenn an sich ein Tatbestand des 20 Absatz 1 oder 20 Absatz 2 erfüllt ist, wir aber gleichwohl in einer anderen Einkunftsart landen, die also nicht den Besonderheiten für Einkünfte aus Kapitalvermögen unterfällt. 20 Absatz 8 sagt: Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1, 2, 3 bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land, Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, Vermietung, Verpachtung gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen und dann finden sämtliche Vorschriften, sämtliche Sondervorschriften über Einkünfte aus Kapitalvermögen keine Anwendung. Und dieser 20.8 greift insbesondere dann ein, wenn der Gegenstand der Kapitalanlage nicht im Privatvermögen, sondern in einem Betriebsvermögen gehalten wird. Ja, das ist also der Hauptanwendungsbereich des 20 Absatz 8. Also es besteht ein Investment in eine Aktiengesellschaft oder auch in eine Schuldverschreibung, also Fremdkapital, aber der Gegenstand der Kapitalanlage wird eben nicht in einem Privatvermögen gehalten, sondern gehört zu einem Betriebsvermögen, weil zum Beispiel der Unternehmer im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit eine Beteiligung an einer GmbH hält oder auch der selbstständige Rechtsanwalt im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit etwa ein Darlehen vergeben hat und daraus Zinsen bekommt, das würde dann ebenfalls zu seinem Betriebsvermögen gehören. Und dann haben wir zwar an sich einen der Tatbestände des 20.1 erfüllt, den Zinstatbestand des 20.1 Nummer 7 zum Beispiel, aber es bleibt dann nicht bei Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern über die Subsidiaritätsklausel des 20.8 kommen wir dann zu Einkünften aus Gewerbebetrieb, Paragraph 15, oder Einkünften auf selbstständige Arbeit, Paragraph 18, mit der Folge, dass all die Besonderheiten, die ich genannt habe, für Einkünfte aus Kapitalvermögen keine Anwendung finden, also nicht der besondere Steuersatz, nicht dieser Grundsatz, dass wir die Einkünfte aus Kapitalvermögen von den restlichen Einkünften trennen, auch nicht die weiteren Besonderheiten, die der 20 oder die für diese Einkünfte gelten, vor allen Dingen also nicht dieser besondere Steuersatz. Das also, wenn der Gegenstand der Kapitalanlage in einem Betriebsvermögen gehalten wird. Das ist also eine wichtige Einschränkung. Anders gesagt, diese Besonderheiten für Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten uneingeschränkt nur, wenn der Gegenstand der Kapitalanlage im Privatvermögen gehalten wird, wenn wir es also mit einem Privatanleger zu tun haben, nicht mit einem gewerblichen oder sonst wie beruflichen Anleger. In diesen Fällen, in denen der Gegenstand der Kapitalanlage in einem Betriebsvermögen gehalten wird, greifen aber jedenfalls dann, wenn es sich um Eigenkapital handelt, bestimmte Vergünstigungen ein. Zum Beispiel, wenn wir es mit einer natürlichen Person haben, die den Gegenstand der Kapitalanlage, die die Aktien an der Aktiengesellschaft zum Beispiel, in ihrem Betriebsvermögen hält.
Dann sind nach Paragraph 3 Nummer 40 ESCG das sogenannte Teileinkünfteverfahren 40% dieser Dividendenbezüge steuerfrei gestellt. Das ist also eine Besonderheit, insofern also auch in diesen Fällen bei Dividenden eine Vergünstigung des Inhabers der Kapitalanlage. Ja, was können Sie sich vorstellen? Was hat es mit dieser Vergünstigung auf sich? Bei Paragraph 3 Nummer 40, nehmen wir mal den Tatbestand des 3 Nummer 40 ESTG, das sogenannte Teileinkünfteverfahren, Paragraph 3 Nummer 40, steuerfrei sind 40%. Und dann ist das der Buchstabe D, der Bezüge im Sinne des Paragraphen 20 Absatz 1 Nummer 1, das sind Dividendenbezüge. Ja, wir haben also die Konstellation, wir haben einen Unternehmer und in seinem Betriebsvermögen hält er Aktien. Und auf diese Aktien werden Dividenden gezahlt. Subsidiaritätsklausel ist 20.8, das gehört nicht zu den Einkünften des Kapitalvermögens, auch wenn der Tatbestand des 20.1 Nummer 1 verwirklicht ist. Aber über die Subsidiaritätsklausel landen wir in Einkünften aus Gewerbebetrieb, wenn das ein gewerbliches Unternehmen ist. Aber eben mit der Besonderheit, dass nur diese Bezüge zu 40% steuerfrei sind. Nur die Dividendenbezüge, die aus dieser Beteiligung an der Aktiengesellschaft im Betriebsvermögen erlangt werden. Ja? Was könnte das für einen Grund haben? Ja, wir haben eine Aktiengesellschaft, die erwirtschaftet einen Gewinn. Was muss die Aktiengesellschaft mit diesem Gewinn machen? Ja, kann sie das steuerfrei, ungeschmälert behalten oder was ist auf diesen Gewinn zu zahlen von der Aktiengesellschaft? Ja, die Körperschaftssteuer, ne? 15% Körperschaftssteuer. Das heißt, wir haben hier einen schon steuerlich vorbelasteten Gewinn, vorbelastet auf der Ebene der Körperschaft. Der wird dann an die Anteilseigner ausgeschüttet, hier an unseren Unternehmer, der die Aktien in seinem Betriebsvermögen hält. Und wenn er jetzt den vollen Tarif darauf zahlen müsste, dann hätten wir eine steuerliche Doppelbelastung und die soll eben durch dieses Teileinkünfteverfahren gemildert werden. Und das ist letztlich auch der Sinn und Zweck dieses ermäßigten Steuersatzes bei Einkünften als Kapitalvermögen von nur 25%. Damit wird pauschalierend, soweit es um Dividendenbezüge geht, die Vorbelastung auf der Ebene der Kapitalgesellschaft mit der Körperschaftssteuer berücksichtigt. Ja, und das ist ein Stück weit auch durchaus verfassungsrechtlich geboten, weil wir sonst eben eine steuerliche Doppelbelastung hätten, die wir im Fall, dass wir eben nicht diese Aufteilung in Kapitalgesellschaft und Anteilseigner hätten, die wir dann eben nicht hätten. Dann haben wir ja nur bei natürlichen Personen eine einmalige steuerliche Belastung. Ja, damit soll also verhindert werden, sowohl durch das Teileinkünfteverfahren nach 3 Nummer 40 als auch durch diesen Abgeltungssteuersatz des 32d. Damit soll eben diese steuerliche Doppelbelastung bei Dividenden sowohl auf der Ebene der Körperschaft als auch auf der Ebene des Anteilseigners gemildert werden. Das ist also ein wichtiger Hintergrund, ein wichtiger Sinn dieser Vergünstigungsvorschriften, die wir eben für diese Dividendeneinkünfte haben. Ja, nun gilt aber der Abgeltungssteuersatz, der besondere Tarif des 32d, ja nicht nur für Dividendeneinkünfte, sondern auch für Zinseinkünfte. Kann man das hier auch mit dieser Argumentation rechtfertigen, bei Zinseinkünften? Ja, bei Fremdkapital? Nein, also mit dieser Argumentation nicht. Da haben wir ja nicht diese steuerliche Vorbelastung auf der Ebene der Kapitalgesellschaft, denn was kann die Kapitalgesellschaft, wenn sie Zinsen zahlt, mit diesen Zinszahlungen machen? Ganz genau, als Betriebsausgaben geltend machen. Das heißt also, das gehört gar nicht zum Gewinn. Und in dem Sinne ist also, sind die Zinsen, ja, die Vergütungen für Fremdkapital nicht steuerlich vorbelastet, weil sie eben auf der Ebene der Kapitalgesellschaft als Betriebsausgaben abgezogen werden können. Und das geht bei Eigenkapital nicht. Das ist kennzeichnend für Eigenkapital. Die Zahlungen auf Eigenkapital, Paragraph 8 Absatz 3 KStG, mindern den Gewinn nicht, können also nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden. Ja, da verfängt also diese Argumentation nicht. Warum hat man aber gleichwohl den 32d, den Abgeltungssteuersatz, auch für Zinseinkünfte eingeführt? Das rührt aus der Zeit des damaligen Bundesfinanzministers Peer Steinbrück her. Und damals gab es noch die Problematik, vor allen Dingen mit der Schweiz, auch anderen Ländern, aber vor allen Dingen mit der Schweiz,
Kapital ist ja sehr beweglich und viele Deutsche haben ihr Kapital eben in die Schweiz gebracht, wo man eine deutlich niedrigere Besteuerung hat und es so gewissermaßen vor dem Zugriff des deutschen Fiskus versteckt. Das war in vielen Fällen natürlich auch Steuerhinterziehung. Mit diesem günstigeren Steuersatz von nur 25% auch auf Zinseinkünfte wollte man damals einen Anreiz zum Zurückholen des Kapitals ins Inland setzen. Wenn man dann eben nur diese günstigere Besteuerung mit 25% nur hatte. Und der damalige Finanzminister gab also Peer Steinbrück, der also für seine flotten Sprüche bekannt war, sagte damals besser. Damals waren es noch, war also der Spitzensteuersatz noch 42%. Er sagte also damals besser 25% von X als 42% von nix. Das war also gewissermaßen. Ja, in einem knappen Satz die Rechtfertigung, warum man diesen vergünstigten Abgeltungssteuersatz eben auch für Zinseinkünfte damals eingeführt hat, obwohl also diese Rechtfertigung mit der Vorbelastung auf der Ebene der Kapitalgesellschaft hier nicht verfängt. Ja. Man kann durchaus diskutieren, es wird auch diskutiert, ob das noch zeitgemäß ist, weil nämlich inzwischen die Schweiz unter internationalem Druck, vor allen Dingen der USA, der EU, inzwischen am Informationsaustausch in Bezug auf steuerliche Angelegenheiten mitmacht. Das heißt also, in der Schweiz kann man nur noch sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, sein Kapital verstecken. Das funktioniert also nicht mehr so wie damals. Und vor dem Hintergrund sagen viele, dass die Rechtfertigung für diesen günstigeren Steuersatz für Zinseinkünfte entfallen ist. Bei Dividendeneinkünften, da hat man nach wie vor die Rechtfertigung durch die Vorbelastung auf der Ebene der Kapitalgesellschaft für Zinseinkünfte nicht mehr. Und es war auch mal, ich weiß jetzt nicht, ob im aktuellen, aber jedenfalls in einem Koalitionsvertrag war auch mal die Abschaffung vorgesehen der Abgeltungssteuer, also des günstigeren Steuersatzes für Zinseinkünfte. Bis jetzt ist es aber nicht verwirklicht worden. Also mal schauen, was da die Zukunft bringt. Ja, das also zu Einkünften das Kapitalvermögen. Dann als weitere Überschusseinkunftsart, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das hört sich jetzt zunächst einmal sehr weit an, aber wir werden sehen, dass darunter im Wesentlichen, ja, als praxisrelevantester Fall, nur eine bestimmte Konstellation fällt. Paragraph 21 ESTG, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen. Das ist der Hauptanwendungsfall, also nicht Vermietung, Verpachtung von irgendetwas, von beweglichen Sachen, Mietfahrzeugen etc. Nein, Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen. Das ist also der Hauptanwendungsfall. Dann fällt darunter noch Vermietung und Verpachtung von Sachinbegriffen, aus der zeitlich begrenzten Überlassung von Rechten, Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen. Das aber ist alles nicht so praxisrelevant. Der mit Abstand wichtigste Fall ist eben die Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Grundstücken, Gebäude, Gebäudeteile, Schiffe und so weiter. Das ist also der Hauptanwendungsbereich der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Auch das eine Überschusseinkunftsart. Das heißt also, hier stellen wir wiederum eine Einnahmenüberschussrechnung an. Wir schauen uns die Einnahmen an, ziehen davon die erwerbsbezogenen Aufwendungen, die Werbungskosten ab. Wie gesagt, der mit Abstand wichtigste Fall ist die Vermietung, Verpachtung von unbeweglichem Vermögen. Nicht darunter fällt die Vermietung, Verpachtung von beweglichem Vermögen. Das können Einkünfte aus Gewerbebetrieb zum Beispiel sein, wenn das Ganze gewerblich geschieht, wenn ich gewerblich etwas vermiete. Oder aber das können auch sonstige Einkünfte sein, wenn ich gelegentlich etwas vermiete und eine bewegliche Sache vermiete und daraus Einkünfte habe. Nur wenn ich eine unbewegliche Sache, eine Immobilie vermiete oder verpachte, bin ich bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, Paragraph 21 ESTG. Auch dieser Tatbestand ist subsidiär gegenüber anderen Einkunftsarten, Paragraph 21 Absatz 3. Einkünfte der in Absätzen 1 und 2 bezeichneten Art sind Einkünften aus anderen Einkunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören. Auch hier wieder der wichtigste Fall, in dem diese Subsidiaritätsklausel eingreift, die Konstellation, dass die Immobilie in einem Betriebsvermögen gehalten wird. Im Umkehrschluss bedeutet das,
Im Wesentlichen findet Paragraph 21 nur auf Konstellationen Anwendung, indem ich ein im Privatvermögen befindliches Grundstück vermiete oder verpachte. Das ist also der Hauptanwendungsfall. Sobald das Grundstück in einem Betriebsvermögen ist, bin ich bei Einkünften aus Gewerbebetrieb, je nachdem, oder selbstständiger Arbeit oder Landforstwirtschaft. Nur wenn die Immobilie im Privatvermögen gehalten wird, bin ich bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Ja, also auch hier Subsidiarität gegenüber den Gewinneinkünften. Ja, bei den Einkünften aus Vermietung, Verpachtung, die sind steuerlich durchaus attraktiv, weil es da vielfältige Möglichkeiten des Werbungskostenabzuges gibt. Und wir haben bei den Einkünften aus Vermietung, Verpachtung, anders als bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, auch im Grundsatz keine Beschränkung der Verlustverrechnung und auch nicht der einkunftsartübergreifenden Verlustverschränkung, Beschränkung, das heißt Verrechnung. Das bedeutet also, wenn Sie negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung haben, und da kommt man ziemlich schnell hin, weil, wie wir gleich noch sehen werden, man vielfältige Möglichkeiten des Werbungskostenabzugs hat. Wenn wir also negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung haben, kann man das im Grundsatz unbeschränkt mit Einkünften, positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnen. Insofern ist das ein Steuersparmodell, ein durchaus gewolltes Steuersparmodell, denn mit diesem steuerlichen Anreiz, ja, kurbelt man zumindest theoretisch auch den Wohnungsbau an. Der ist jetzt aus anderen Gründen zum Erliegen gekommen, aber an sich ist die Überlegung, dass man hier diese Verlustverrechnung zulässt, dass man auch hier den Abzug von Werbungskosten in sehr breitem Umfang zulässt. Die Idee dabei ist, dass man eben den privaten Wohnungsbau fördern möchte, im Interesse letztendlich der Gemeinschaft, der gesamten Gesellschaft. Und deswegen hat man also tatsächlich diese Steuersparmöglichkeiten auch so gelassen und es ist kaum beschränkt. Ja, was kann man als Werbungskosten abziehen? Zunächst einmal kann man bezüglich der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten AFA vornehmen. Was ist AFA? Haben Sie den Begriff schon mal gehört, wenn Sie die Vorlesung Bilanzrecht, die Videos geschaut haben, müssten Sie diesen Begriff kennen. Ja. Die Absetzung für Abnutzung, ja, das sind also das, was im Handelsbilanzrecht planmäßige Abschreibungen sind. Paragraph 7 ESTG, ja, mit Besonderheiten für Gebäuden, aber der Grundtatbestand der AFA, der Absetzung für Abnutzung, ist eben bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einnahmen sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt, die Absetzung für Abnutzung. Und das ist die sogenannte lineare AFA. Ja, das ist also der Grundtatbestand. Also immer, wenn Sie ein Wirtschaftsgut haben, das eine sozusagen eine Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr hat, dann können Sie die Anschaffungsherstellungskosten nicht in voller Höhe im Jahr der Anschaffung oder Herstellung als Betriebsausgaben absetzen, sondern Sie müssen das auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilen. Nehmen wir mal als Beispiel eine Maschine. Sie sind Gewerbetreibender, Sie kaufen im Jahr 2020 eine Maschine für 10.000 Euro. Die voraussichtliche Nutzungsdauer der Maschine ist 10 Jahre. Jetzt können Sie eben nicht den Erwerbspreis von 10.000 Euro sofort in voller Höhe für 2020 abziehen, sondern Sie müssen das auf die voraussichtliche Nutzungsdauer 10 Jahre verteilen. Das heißt, Sie können dann jedes Jahr nur 1.000 Euro abziehen. Wenn Sie das aber auf eine Immobilie übertragen, da sind die Erwerbspreise ja meistens im sechsstelligen Bereich und da können sich natürlich sehr hohe AFA-Beträge ergeben. Für Immobilien gibt es Sondervorschriften, Paragraph 7, Absätze 4 folgende. Finden Sie komplexe Sondervorschriften, bestimmte Prozentsätze je nach Alter des Gebäudes. Das will ich jetzt nicht im Detail besprechen. Jedenfalls, Sie können eben bei Immobilien, wenn Sie Immobilien selbst hergestellt haben, dann sind es eben die Herstellungskosten oder aber, wenn Sie eine Immobilie käuflich erworben haben, können Sie in Bezug auf diese Anschaffungskosten AFA vornehmen. Und wenn das sechsstellige Erwerbs- oder Herstellungskosten sind, dann sind das eben pro Jahr immer noch sehr hohe Beträge, die Sie dann als Werbungskosten abziehen können. Was kann man weiter als Werbungskosten abziehen? Also Einnahmen sind natürlich auf der Einnahmenseite, das sind eben die Mieteinnahmen, die Sie aus der Vermietung beziehen. Ja? So, dann können Sie abziehen die AFA, die Sie für das Gebäude vornehmen können.
Dann auch Schuldzinsen. Wenn Sie die Immobilie durch ein Darlehen, den Erwerb der Immobilie durch ein Darlehen finanziert haben und Sie für das Darlehen monatlich Zinsen zahlen, dann sind diese Zinsaufwendungen ebenfalls als Werbungskosten abzugsfähig. Und auch das können im Laufe der Zeit sehr hohe Beträge sein. Auch das können Sie eben von den Einnahmen dann in Abzug bringen, aber nur den Zinsanteil. Ja, Sie haben ja bei dem typischen Annuitätendarlehen, wie sich das nennt, haben Sie immer einen Zinsanteil, einen Tilgungsanteil. Den Tilgungsanteil können Sie nicht abziehen, aber den Zinsanteil, den können Sie als Werbungskosten abziehen. Damit haben Sie weitere Werbungskosten und können weiter eben die Einnahmen mindern oder sogar ins Negative bringen, dass Sie am Ende negative Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung haben. Renovierungsaufwendung. Da muss man differenzieren. Wenn das nur sozusagen die laufenden Renovierungskosten sind, die dazu dienen, die Immobilie in dem bisherigen Zustand zu erhalten, also Erhaltungsaufwendungen sozusagen, dann können Sie die in voller Höhe sofort abziehen. Wenn dagegen die Renovierung dazu führt, dass die Immobilie, wie der BFH sagt, in funktionswesentlicher Weise verbessert wird, dass also bei wirtschaftlicher Betrachtung Sie gewissermaßen eine neue Immobilie herstellen. Ja, das war bis jetzt so auf dem Standard eine Sozialwohnung und Sie bauen das als Luxuswohnung aus. Dann haben Sie bei wirtschaftlicher Betrachtung eine neue Immobilie geschaffen und dann müssen Sie wiederum AFA vornehmen. Dann können Sie also diese Renovierungskosten nicht in voller Höhe als Werbungskostenverzeihung, als Werbungskosten abziehen, sondern Sie können das eben dann nur als AFA verteilt über die voraussichtliche Nutzungsdauer, also nach Maßgabe dieser Sondervorschriften der 7 Absätze 4 folgende ESTG. Wenn Sie all das zusammennehmen, kommen Sie tatsächlich auf doch sehr hohe Werbungskosten, die Sie im Zusammenhang mit der Vermietung, Verpachtung von Immobilien haben, was insbesondere in der Anfangszeit, also insbesondere bevor das Darlehen zum Beispiel abgezahlt wird oder bevor Sie bei der AFA dann auf Null kommen, gerade in der Anfangszeit haben Sie da also sehr hohe Werbungskosten, was eben sehr häufig dazu führt, dass die Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung negativ sind. Und wir haben da eben keine Verlustverrechnungsbeschränkung im Verhältnis zu anderen Einkunftsarten. Das heißt, Sie können das munter gewissermaßen mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnen. In dem Sinne also nicht nur eine, ja, wertbeständige Kapitalanlage, sondern zugleich auch ein Steuersparmodell, das aber gewünscht ist. Das ist durchaus so gewollt, um eben den Wohnungsbau ein Stück weit zu fördern. Ja, also wenn man das nötige Geld hat, ist eine solche Anlage durchaus auch unter steuerlichen Gesichtspunkten zu empfehlen. Ja, dann als letzte Überschusseinkunftsart die sonstigen Einkünfte und die Bezeichnung legt schon nahe, das ist ein Auffangtatbestand, der nur äußerst subsidiär eingreift, wenn kein anderer Einkunftstatbestand verwirklicht ist. Die sonstigen Einkünfte in Paragraph 22 geregelt und dann haben wir noch eine wichtige Unterart, nämlich Paragraph 23, das sind die privaten Veräußerungsgeschäfte. Und zunächst einmal aber die Aufzählung in Paragraph 22 des ESTG. Da finden Sie also einen sehr, sehr bunten Strauß an verschiedensten Einkünften, die darunter fallen. Wir haben da zunächst einmal die Nummer 1, Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen. Da werde ich gleich noch etwas dazu sagen. Dann haben wir, das ist also ein sehr komplexer Tatbestand mit verschiedenen Buchstaben, Doppelbuchstaben und das erstreckt sich dann über 2,5 Seiten. So, dann Nummer 2, Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften. Da sage ich gleich auch noch etwas näher dazu. Da wird auf den Paragraphen 23 verwiesen. Und dann, das ist der Auffangtatbestand sozusagen innerhalb des Auffangtatbestandes, Einkünfte aus Leistung. Ja, das ist also gewissermaßen der Auffangtatbestand. Dann noch ein paar andere Tatbestände, die jetzt weniger wichtig sind. Entschädigungen, Amtszulagen, Zuschüsse, Nummer 4, Nummer 5 und so weiter. Das können Sie sich alles mal in Ruhe durchlesen. Das ist aber jetzt weniger wichtig für uns. Ich will mich also auf diese ersten drei Nummern beschränken hier. Also auch die sonstigen Einkünfte eine Überschusseinkunftsart. Das heißt, wir machen hier wieder eine Einnahmenüberschussrechnung, ziehen also von den Bruttoeinnahmen die erwerbsbezogenen Aufwendungen ab, objektives Nettoprinzip. Ja, sonstige Einkünfte, das ist jetzt zwar ein Auffangtatbestand, aber es ist ein abschließender Auffangtatbestand. Das heißt also, alles, was nicht in den Nummern 1 bis 5 des Paragraphen 22 aufgezählt wird, ist nicht steuerbar. Ja, das ist also wichtig. Also man kann es jetzt nicht als Auffangtatbestand in dem Sinne
auffassen, dass man alles, was eben nicht unter andere Tatbestände fällt, darunter packen kann. Nein, auch der 22 ist abschließend. Alles, was nicht von 22 erfasst wird, ist nicht einkommenssteuerbar. Der 22 ist, was schon diese Bezeichnung zum Ausdruck bringt, sonstige Einkünfte äußerst subsidiär gegenüber allen anderen Einkunftsarten. Das heißt also, nur wenn Sie in den anderen Einkunftsarten keinen passenden Tatbestand finden, schauen Sie in den 22 hinein. Ja, was haben wir da also im Einzelnen? Nummer 1 habe ich schon erwähnt, die Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, etwa die von einer Körperschaft, Person, Vereinigung und so weiter, einer gemeinnützigen Körperschaft gewährt werden. Und dann noch ganz wichtig, die Leibrenten und andere Leistungen, etwa aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, das fällt also, Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung, das fällt auch unter Paragraph 22 Nummer 1, die sonstigen Einkünfte. Und da sehen Sie, dass der Besteuerungsanteil im Laufe der Jahre steigt, bis Sie dann im Jahr 2040 auf einen Besteuerungsanteil bei diesen Rentenbezügen von 100% kommen. Was ist hier der Hintergrund? Der Gesetzgeber hat da vor etlichen Jahren einen Systemwechsel vollzogen. Es war also früher so, dass Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht besteuert wurden. Dafür waren aber auch die Beiträge zu den Renten nicht als Sonderausgaben abzugsfähig. Diese Abzugsfähigkeit als Sonderausgaben ist dann eingeführt worden, und zwar auch in Höhe von gewissermaßen spiegelbildlich gestalteten Prozentsätzen, also ganz ähnlich wie hier die Besteuerungsanteile. Aber Kehrseite der Medaille ist eben, dass dann später nachgelagert auch die Rentenbezüge versteuert werden und wiederum eben in Höhe steigender Besteuerungsanteile, bis dann im Jahr 2040 100% erreicht werden. Das ist also der Hintergrund. Und diese Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist eben, ja, man könnte das vielleicht noch unter Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit fassen, wenn man also als Arbeitnehmer diese Bezüge erwirtschaftet hat. Aber es ist ja nicht mehr das Ergebnis der Arbeitstätigkeit, sondern das rührt eben daher, dass man in die Rentenkasse eingezahlt hat durch die Sozialversicherungsbeiträge. Insofern ist das also nicht unbedingt ein Nachwirken gewissermaßen der Arbeitnehmertätigkeit, sondern es ist eben ein eigener Einkunftstatbestand, Paragraph 22, Nummer 1, laufende Bezüge, unter anderem aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, dann die privaten Veräußerungsgeschäfte, Paragraph 22, Nummer 2, der auf den Paragraphen 23 verweist. Und hier haben wir dann nochmal, ja, eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass all das, was sich im privaten Bereich, in der privaten Vermögenssphäre abspielt, steuerlich, einkommensteuerrechtlich irrelevant ist. Ja? Das ist der Grundsatz. Alles, was im privaten Bereich sich abspielt, ist in beide Richtungen, sowohl was Zuflüsse als auch was Abflüsse anbelangt, steuerlich unbeachtlich. Paragraph 12 bringt das zum Ausdruck, insbesondere also für Aufwendungen, die dem privaten Bereich zuzuordnen sind, die sind steuerlich nicht zu berücksichtigen, aber auch Zuflüsse, auch Erträge, die dem privaten Bereich zuzuordnen sind, sind im Grundsatz steuerlich nicht beachtlich. Davon macht zum einen der 20 Absatz 2 eine Ausnahme für die Veräußerung von Gegenständen der Kapitalanlage. Das sind dann Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und es macht noch der Paragraph 23 davon eine Ausnahme für sonstige private Veräußerungsgeschäfte. Paragraph 23, private Veräußerungsgeschäfte sind Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen, also grundstücksgleiche Rechte, zum Beispiel das Erbbaurecht, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 Jahre beträgt. Das heißt, wir haben hier eine Haltefrist. Wenn diese Haltefrist eingehalten wird, das heißt also zwischen dem Erwerb und der Veräußerung liegen mindestens 10 Jahre, dann bleibt es bei dem Grundsatz, dass es nicht einkommensteuerbar ist. Nur wenn Sie innerhalb der Haltefrist veräußern, dann unterliegt der Veräußerungsgewinn der Einkommensteuer. Bei Immobilien, ja, das gilt also für Immobilien, und Paragraph 23 Absatz 1 Nummer 2, Veräußerungsgeschäfte bei anderen, in Klammern beweglichen vor allen Dingen, Wirtschaftsgütern, aber auch, ja, nicht gegenständlichen Wirtschaftsgütern, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 1 Jahr beträgt. Also bei sonstigen Wirtschaftsgütern Haltefrist 1 Jahr. Nur und nach Ablauf dieser Haltefrist kann man den Veräußerungsgewinn steuerfrei vereinnahmen.
Ja, unter die Nummer eins, da fallen vor allen Dingen Grundstücksveräußerungsgeschäfte. Veräußerung bedeutet immer, dass ein Entgelt gezahlt wird für die Übertragung des Rechts, in diesem Fall des Eigentums an dem Grundstück oder grundstücksgleichen Recht. Es muss also ein Entgelt gezahlt werden. Dieses Entgelt kann auch nur symbolisch sein. Das hatte ich irgendwo aufgenommen. Mal schauen. Genau. Also Merkmal ist eben der entgeltliche Erwerb für private Veräußerungsgeschäfte. Es darf also kein unentgeltlicher Erwerb sein. Da kommt es aber nicht darauf an, ob dieser Erwerbspreis real ist sozusagen oder nur symbolisch ist. Auch nur ein symbolischer Preis kann durchaus unter diesen Tatbestand der privaten Veräußerungsgeschäfte fallen. Ja, bei Immobilien, da ist noch zu berücksichtigen, dass solche Immobilien, die zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, von dieser Haltefrist ausgenommen sind. Paragraph 23 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 Gebäude und Außen, nee, Moment, Nummer 3 ist es. Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und so weiter zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Also die selbstbewohnte Immobilie, die kann man auch vor Ablauf der Haltefrist mit Gewinn veräußern, ohne dass man diesen Gewinn versteuern muss. Andernfalls würde die Mobilität der Menschen zu sehr eingeschränkt, wenn sie also nicht wegziehen und nicht die bisherige Immobilie veräußern, nur um eben keine Steuern zahlen zu müssen. Das würde die Mobilität erheblich einschränken. Also die selbstgenutzte Wohnimmobilie ist von dieser 10-jährigen Haltefrist ausgenommen. Das heißt also, den Gewinn aus der Veräußerung einer selbstgenutzten Wohnimmobilie kann man immer steuerfrei vereinnahmen. Ja, andere Wirtschaftsgüter, wie gesagt, bewegliche Sachen, aber auch nicht gegenständliche Wirtschaftsgüter, da haben wir eine Haltefrist von einem Jahr. Wenn die abgelaufen ist, kann man den Gewinn steuerfrei vereinnahmen. Und man hat das lange diskutiert, aber der BFH hat das jetzt zu Recht so entschieden. Kryptowährungen gehören auch zu den sonstigen Wirtschaftsgütern. Ja, das sind also keine Immobilien natürlich, sind keine Sachen, aber es sind eben sonstige Wirtschaftsgüter, nicht gegenständliche Wirtschaftsgüter. Dementsprechend hat der BFH gesagt, auch bei Kryptowährungen kann der Tatbestand des 23 Absatz 1 Nummer 2 einschlägig sein. Das heißt also, auch für Kryptowährungen gilt die Haltefrist von einem Jahr. Wenn man beispielsweise Bitcoins in einem Jahr angeschafft hat, der Kurs steigt und nach Ablauf von einem Jahr veräußert man die wieder, dann haben wir also ist die Haltefrist abgelaufen, dann haben wir keine steuerbaren Einkünfte. Wenn man dagegen nach 6 Monaten schon mit Gewinn veräußert, dann unterliegt der Gewinn als Gewinn aus privatem Veräußerungsgeschäft der Einkommensteuer. Auch bei den sonstigen Wirtschaftsgütern gibt es eine Ausnahme. Nämlich bei der Veräußerung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Also, wenn man beispielsweise auf dem Flohmarkt irgendwelche Utensilien aus dem eigenen Hausstand veräußert, Kochtöpfe und dergleichen, selbst wenn das mit Gewinn geschehen sollte, ist das von der Besteuerung ausgenommen. Ja, hier geht es also vor allen Dingen eben um die Konstellation, dass man im Privatvermögen gehaltene Wirtschaftsgüter, die also einen höheren Wert haben, wo wir also ein Spekulationselement auch haben, dass man diese mit Gewinn veräußert und da möchte der Fiskus sich also beteiligen, wenn diese Haltefrist nicht eingehalten wird. Wichtig ist auch bei 32 Absatz, bei 23 die Subsidiarität. Paragraph 23 Absatz 2 sagt hier nochmal ausdrücklich, Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften sind den Einkünften aus anderen Einkunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören. Das bedeutet vor allen Dingen, dass wenn diese Wirtschaftsgüter im Betriebsvermögen gehalten werden, wir aus dem 23 raus sind, dann sind wir also zum Beispiel den Einkünften aus Gewerbebetrieb, Land, Forstwirtschaft,
selbstständige Arbeit. Auch hier haben wir also eine Subsidiarität. Das bedeutet, der 23 kommt, wie auch die Bezeichnung schon sagt, dann zur Anwendung, wenn das betreffende Wirtschaftsgut im Privatvermögen gehalten wird, privates Veräußerungsgeschäft. Ja, das heißt also, sobald wir einen gewerblichen Grundstückshandel zum Beispiel haben oder gewerblichen Handel mit Bitcoins haben, dann sind wir sowieso aus dem 23 raus. Dann spielt auch diese Haltefrist keine Rolle mehr. Dann unterliegen sämtliche Gewinne als Teil der Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus der sonstigen selbstständigen Tätigkeit ohnehin der Besteuerung. Ja, das gilt also nur für die Konstellation, dass das Ganze im Privatvermögen gehalten wird. Ja, für Bitcoins entschieden also im letzten Jahr 2023 vom BfH zu Recht, dass auch Kryptowährungen, Bitcoins beispielsweise, unter diesen Begriff der sonstigen Wirtschaftsgüter im Sinne des 23.1 Nummer 2 fallen. Ja, dann hat der BfH auch Tickets für die UEFA Champions League darunter gefasst. Auch das also kann, wenn man das vor Ablauf von einem Jahr mit Gewinn veräußert, zu Einkünften aus einem privaten Veräußerungsgeschäft, die einkommensteuerbar sind, führen. Und wir haben auch hier eine Beschränkung des Verlustausgleichs, die gleiche Erwägung letztlich wie bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Auch hier will man verhindern, dass die betreffende Person zu Lasten des Fiskus spekuliert, ja, besonders augenfällig etwa bei Grundstücken oder bei auch Bitcoins. Ja, da kann es ja auch sein, dass der Kurs einbricht, dass man ein riskantes Geschäft vorgenommen hat. Und durch diese Verlustverrechnungsbeschränkung will man eben verhindern, dass zu Lasten des Fiskus spekuliert wird. Paragraph 23 Absatz 3 Sätze 7 und 8. Verluste dürfen nur bis zur Höhe des Gewinns, den der Steuerpflichtige im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften, also innerhalb derselben Einkunftsart, erzielt hat, ausgeglichen werden. Man kann die dann aber im Wege des Verlustvortrags in andere Veranlagungszeiträume mitnehmen, diese nicht genutzten Verluste, aber dann auch nur innerhalb der betreffenden Einkunftsart private Veräußerungsgeschäfte verrechnen, also eine Verlustverrechnungsbeschränkung, ganz ähnlich wie bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Ja, wie gesagt, also privates Veräußerungsgeschäft bedeutet entgeltlicher Erwerb. Es muss zumindest ein symbolischer Preis gezahlt werden. Allein der Umstand, dass ein nur symbolischer Preis gezahlt wird, führt aber nicht zur Missbräuchlichkeit, hat der BfH in einer Entscheidung einmal gesagt. Und allein dieser Umstand, also kein Missbrauch. Und wir haben dann noch eine Regelung in 23 Absatz 1 Satz 3. Da geht es nämlich um die Rechtsnachfolge. 23 Absatz 1 Satz 3 sagt, bei unentgeltlichem Erwerb ist dem Einzelrechtsnachfolger für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung oder die Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen. Das heißt also, eine Haltefrist kommt ihm dann zugute, aber er muss eben diese Haltefrist dann seinerseits auch einhalten. Und der BfH hat gesagt, das ist eine abschließende besondere Missbrauchsverhinderungsvorschrift. Im konkreten Fall hatte der Vater eine im Privatvermögen gehaltene Immobilie auf die Kinder übertragen und die Kinder haben sie dann also geschenkt, schenkweise. Das war also kein privates Veräußerungsgeschäft, mangels Entgeltlichkeit. Und die Kinder haben sie dann mit Gewinn veräußert. Der Vorteil war, dass die Kinder natürlich wegen eines deutlich niedrigeren Einkommens in einem deutlich günstigeren Einkommensteuertarif waren. Ja, das sollte auch dadurch ausgenutzt werden. Da hat die Finanzverwaltung gesagt, Missbrauch, aber der BfH hat gesagt, nein, also hier haben wir eben diese besondere Missbrauchsvorschrift, dass man sich eine Haltefrist eben anrechnen lassen muss oder dass man sich das Halten im Privatvermögen anrechnen lassen muss, auch bei unentgeltlichem Erwerb. Und damit hat es aber bei der Missbrauchsbekämpfung sein Bewenden. Das heißt, man kann also jetzt nicht hingehen und noch als Auffangtatbestand in dieser Konstellation den 42 AO heranziehen und es als missbräuchlich ansehen, dass also der günstigere Steuertarif der Kinder, die diese Immobilie geschenkt bekommen haben vor der Veräußerung, also der günstigere Steuertarif für die Kinder zur Anwendung kommt, das für sich genommen begründet laut BfH kein Missbrauch. Ja, und dann haben wir noch als ja, Auffangtatbestand innerhalb des Auffangtatbestands den 23 Absatz 1 Nummer 3.
den 22 Absatz, den 22 Nummer 3, so ist es richtig, Paragraph 22 Nummer 3, das sind die Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu anderen Einkunftsarten noch zu den Einkünften im Sinne der anderen Nummern des 22 selbst gehören. Also ein Auffangtatbestand innerhalb des Auffangtatbestands. Wichtig aber eben, dass es sich um Einkünfte aus Leistungen handeln muss. Das heißt also, es muss sich um Zuflüsse an den Steuerpflichtigen handeln, die auf eine Leistung des Steuerpflichtigen zurückzuführen sind. Das muss man immer im Einzelfall prüfen. Andernfalls ist das Ganze nicht steuerbar. Was kann darunter fallen? Es wird ausdrücklich genannt, die gelegentliche Vermietung von beweglichen Gegenständen. Ja, Vermietung beweglicher Gegenstände fällt nicht unter 21, ja, Einkünfte, Vermietung von Pachten. Da fällt nur Vermietung von unbeweglichen Gegenständen darunter. Wenn das nur gelegentlich stattfindet, ist das auch nicht gewerblich. Also Auffangtatbestand 22 Nummer 3, gelegentliche Vermietung beweglicher Gegenstände. Ja, dann habe ich Ihnen schon einmal vorgestellt, die Big Brother-Entscheidung des BFH. Da stellte sich die Frage, muss das Preisgeld, das der Gewinner dieser Show bekam, 1 Million oder sowas, muss das als sonstige Einkünfte versteuert werden? Der Gewinner hat gesagt, nein, will ich nicht versteuern, denn das ist eben wie bei einer Lotterie. Ich habe also Glück gehabt und habe diesen Gewinn sozusagen am Ende bekommen. Und es ist auch unstreitig, dass der Gewinn aus einer Lotterie nicht unter 22 Nummer 3 fällt, denn da hat ja der Steuerpflichtige keine Leistung gebracht, sondern ist das Glück sozusagen dazwischen gekommen. Das gilt ganz allgemein für Glücksspiel. Ja, also wenn der Zufluss im Wesentlichen auf Glück beruht und nicht auf der besonderen Leistung, den besonderen Fähigkeiten des Steuerpflichtigen, dann sind wir nicht bei 22 Nummer 3, sondern dann sind das nicht steuerbare Einkünfte. Das ist also anerkannt für Lotteriegewinne oder Gewinne aus reinem Glücksspiel. Wie ist das bei Big Brother? Da hat der BFH gesagt, nun hier muss ja die betreffende Person eine quasi schauspielerische Leistung erbringen, um das Publikum zu überzeugen, um die Leute zu motivieren, für einen anzurufen. Entsprechendes gilt sicherlich auch für andere Formate, etwa Promi, Big Brother gibt es ja auch oder dann das Dschungelcamp, wobei da muss man immer schauen, ist das möglicherweise eine gewerbsmäßige Tätigkeit? Da gibt es ja einige Charaktere, die also das Ganze gewissermaßen berufsmäßig machen, mal in dem einen, mal in dem anderen Format. Da wäre man möglicherweise schon bei der Gewerblichkeit. Dort, wo das aber nur gelegentlich stattfindet, da kann man im Einzelfall dann im 22 Nummer 1, Nummer 3 sein, nämlich dann, wenn man also eine quasi schauspielerische Leistung erbringt. Das Publikum überzeugt, wo das also nicht nur reines Glück ist, sondern eben auch auf der Leistung der Überzeugungskraft sozusagen des Teilnehmers beruht. Ja, auch Bestechungsgelder, die der Arbeitnehmer von Dritten nicht von seinem Arbeitgeber bekommen hat, können darunter fallen. Teilnahme an Wettkämpfen. Der BFH hat gesagt, nicht die Entschädigung für Zeitversäumnis, etwa für einen Zeugen, der vor Gericht auftritt, um eine Zeugenaussage zu machen, der bekommt dann eine sogenannte Entschädigung für Zeitversäumnis. Das bekommt er ja nicht für seine überzeugende Leistung als Zeuge, sondern das bekommt er tatsächlich nur dafür, dass er seine Zeit dort aufgewendet hat. Und dementsprechend hat der BFH gesagt, das ist keine Einkünfte für Leistung, dementsprechend also nicht steuerbar. Und in einer Spezialkonstellation, die sogenannte Break-Fee, da haben Aktionäre ein Exklusivitätsabkommen mit einem potenziellen Investor ge geschlossen, haben sich verpflichtet, also für die Dauer einer bestimmten Periode mit keinem anderen Investor Verhandlungen zu führen. Und der Investor hat sich im Gegenzug dazu verpflichtet, für den Fall, dass er doch nicht das Aktienpaket kauft, dass er dann eine sogenannte Break-Fee, also quasi eine Strafzahlung an die Aktionäre leistet. Da hat der BFH gesagt, das beruht ja nicht auf einer Leistung der Aktionäre, dass er sich am Ende nicht für das Investment entschieden hat. Also keine Leistung der Aktionäre, keine Einkünfte für Leistung, war also nach Auffassung des BFH zu Recht nicht steuerbar. So, damit wären wir auch mit den einzelnen Einkunftsarten durch. Wir schauen uns dann in der nächsten Stunde die Einkünfteermittlung im Einzelnen an, dann auch mit Einzelheiten zu Betriebsausgaben, Werbungskosten. Bis hierhin also für heute und wir sehen uns dann in der nächsten.